Ja, ich bin ruhig. Du hast alle Edelsteine beisammen! Unglaublich! Die Kristalle sind nicht das einzige Mittel zum Auffangen der Energie. Die Edelsteine können das ebenfalls. Mit ihnen kann ich die Cortex Potex zerpflücken. Komm mit, ich zeige dir meine Lasereinrichtung. Ja, dann schauen wir uns den Laser doch mal an. Hier sind auf jeden Fall zwei Edelsteine. Und damit ist das Ding zu 100% complete. Und wir schauen uns noch an, was Brio für einen lustigen Laser zusammengebastelt hat. Und ja, dann war's das mit Let's Play Crash Bandicoot 2. Wir gehen drauf und schauen uns mal die Lasersache an. Und ich bin wieder ruhig. Ja, und das ist dann das Special Ende. Jetzt hat die Raumstation die Cortex Vortex zerrissen. Und bekannt, wer den dritten Teil schon kennt, in dieser Cortex Vortex war die böse Maske Uka Uka eingesperrt, sage ich jetzt mal. Und dieses Drum mit Uka Uka fällt dann auf die Erde und er kommt zurück, der Uka Uka mit dem Cortex, bla bla. Und dann sind wir bei Crash Bandicoot 3 Warped. Das ist dann das nächste Crash Bandicoot. Und ja, was soll ich jetzt groß noch dazu sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, auch wenn jetzt die letzten Teile so ein bisschen, ja, atzenmäßig waren, sage ich jetzt mal. Und naja, so ist das, ne? Ja, wir schauen uns schnell hier noch so die Credits an, wen es interessiert. Und naja, dann sehen wir uns bei Warped. Wollte ich sonst noch was sagen? Ja, nächstes Projekt wird dann allgemein, wenn es Warped auch abgeschlossen ist, wird dann Rayman sein für die PlayStation 1. Auch ein sehr schönes Spiel. Und naja, dann werden wir das ein bisschen spielen. Vielleicht kommt dann Rayman 2 noch, das weiß ich aber noch nicht. Denn dieses Spiel, ja, das ist so, ich weiß nicht. Mir gefällt es auf der einen Seite. Aha, da hat Cortex gelacht, würde ich sagen. Und das ist nicht gut. Da sieht Voice of Dr. Neo Cortex, Neo Brio, okay. Auf jeden Fall, ja, ob Rayman 2, ich weiß noch nicht. Manche Level gefallen mir ganz gut, manche ist... gefallen mir nicht so, die Story allgemein mit Robopiraten und so weiter, bla bla, ich weiß nicht. Naja gut, ich werde es mir überlegen und so wie es ausschaut, war's das. Dülülü. Ja, dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Die Frage ist nur, weil ich jetzt nicht gespeichert hatte. Ist jetzt nur die Frage, ob der das gespeichert hat, das will ich jetzt schnell nochmal überprüfen, denn es wäre ärgerlich, wenn die 100% weg wären. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn das wäre jetzt richtig ärgerlich. Wir schauen noch mal in den Speicherstand rein. Haben die ein Schloch? Hat nicht gespeichert? Alter. Naja. Das werde ich jetzt schnell noch mal machen nach dem Let's Play, dass das auf 100% ist. Und dann speichere ich noch mal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Der AC105. Bis denn und ciao, ciao.